Und damit begrüße ich euch und sage Hallo zurück zu A Story About My Uncle. Mittlerweile sind wir hier wieder in einer unerreichbaren Stelle angekommen. Und da unten ist unser Ziel. Schade, dass ich einfach draufklicken kann und dann können wir dahin. Aber das klappt so leider nicht. Schade. Also probieren wir es natürlich selbstverständlich weiter. Warum klappt das jetzt nicht? Es klappt irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Wow. Wir haben es schon mal hierhin geschafft und hat gespeichert. Super. Gut, wir sind ja nicht mehr weit. Gott sei Dank gab es hier direkt den nächsten Speicherpunkt. Nein! Nein! Immer dieses Runterfallen, das macht keinen Spaß. Nein! Ah! Das ist aber auch zum Mäusemelken, ne? Möchte es anders machen. Tschüss. Das darf nicht wahr sein. Ich hasse es zu verzweifeln. Ich bin ja. Ey, hätte ich eine Facecam, ihr würdet sehen, wie ich verzweifle, ey. Das ist unglaublich. Noch ein neues. 1, 2, 3 und hopp. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Oh, wir haben es geschafft. I ran Danke sehr. hard and felt the impact vibrate through my body. The suit had protected me, but it was in bad shape. The rocket boots were worst off. The crash had ruined the functionality completely. I knew that if I stayed here to fix them, I would probably freeze to death. I had no other choice than to press on. Oh, na super, ich habe keine Raketenstiefel mehr. Das ist super. Wo muss ich jetzt hin? Ah, da war der nächste. Okay. Okay, Moment.
Da war der nächste. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Upsala. Da weiß ich, was ich zu tun habe. Schade, ich konnte sie nicht mehr benutzen. Hm. Hat gespeichert? Ach da. So. Nein! Jetzt sage ich doch nicht doch schon so. Ah. Das ist doch viel einfacher so. Nochmal. Geschafft. Oh, perfekt. Überall diese Leuchtraketen. Wir kommen ihm offenbar sehr nah. Achso, da oben lang, ne? Achso, okay. Ja. Okay, oh. Da oben geht's weiter, okay. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie. Überall sind diese Leuchtfackel, das heißt, er muss in der Nähe sein. Oh, es geht weiter nach oben. Einmal geht es weiter tief rein in die Höhle, aber dann, ne? Komisch. Mal gucken, wo nicht. Ah, da. Moment, das haben wir gleich. Doch nicht. Ach, da. So. Perfekt. Ah, da oben ist ein Speicherpunkt. Na, war ja klar. Wenigstens muss ich jetzt nicht alles nochmal neu machen. Ich verfalle nicht runter permanent. Ui. Nein! Oh nein. Ja.
Ich weiß nicht, ob das was nützt, wenn ich das alles einsauge, aber ich tue es einfach mal. So. Besser, wenn wir es doch lieber so machen. Oh, hat gespeichert. Perfekt. Oh, das wird jetzt eng. Na komm. So. Oh, vorsichtig. Der muss hier echt gut balancieren. Das schaffen wir. Locker. Es scheint offenbar, dass wir am Ende zusteuern, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde. Aber, was soll man sagen? Es ist halt ein Indie-Spiel. Oh, da liegt was. Da ist nichts, okay. Aber es gefällt mir wirklich sehr. How could Fred leave stuff behind everywhere? How much was he carrying? As I remember it, Fred wasn't that good at keeping track of all his things. Like you. Oh, hey, God. It's not like you're any better. Sorry. Anyway, Fred counted on losing a few things on each of his journeys. He always brought more stuff than he needed. For a paddling trip we had, he brought so many life jackets, we could barely fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket if you're wearing it? Good point. I guess he didn't really think of that. Ah! Okay, jetzt verstehe ich, wo ich muss. So. Ich muss also nach oben. Sehe ich das richtig? Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Oh, ich hätte was geschafft. Fast. So. So. War das jetzt? Da. Geschafft. Ich habe gerade wie so ein Piepen gehört von der Anlage. Und er hat gespeichert. Super. Ach, ich liebe, dass es überall Speicherpunkte gibt. Oh, jetzt wird's schwer. Nein. Aber, oh. Okay. Also, er will mich nicht speichern lassen. Springen lassen, offenbar. Ach, komm schon. Echt jetzt? Das wird echt kompliziert jetzt. Aha, geht doch. Nein! 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 Manu. So. Mm-hmm.
jedoch. Oh. Du hast neuen Inhalt freigeschaltet. Gehe zur Option, freischalten zu aktivieren, okay. Also. I found another one of Fred's campsite, noticeably newer than the others. The fire was still smoldering, and I could faintly pick up the smell of the aftershave he always used. I was closing in on him. I could feel it. He had left some tools behind that I could use to repair my boots. Oh, das ist sehr gut. Jawohl. That should do it. Good as new. Fantastisch. Bam. Ach nö, wo muss ich denn jetzt lang? Von da kamen wir, ne? Eisbrocken offenbar. So. Ach, wo egal, wo du bist, Fred. Komm einfach nur her. Dein Enkel vermisst dich. Oh, ich bin gespeichert. Das heißt, ich bin wohl richtig hier. Wo bist du nur, Fred? Muss ich jetzt da hoch oder was? Nein! Warum muss ich da lang? Nein! Nö, da oben muss ich lang, tatsächlich. Mann! Nein! So. Oh. Oh, das wäre schade, dass das nicht ging. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Buried beneath the ice. You could still see signs of what this place had once been. Something not unlike the caves where the village lay. The Ice Age must have come suddenly, washing over it like a freezing tsunami. Now it lay desolated, haunting anyone who dared visit, with falling stalactites, sharp icicles, and its bottomless depths. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich weiß nicht, wo lang ich muss. Ich bezweifle, dass ich auf die andere Seite da hinten muss. Da komme ich doch nicht jemals lang. Wow. Offenbar doch. Tschüss. Aha. Nein. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.